Ja. Wenn wir am Aufschlag sind, wir haben einen Aufschlag hier, ein Spieler macht den Aufschlag, dann geht es darum, dass wir unser Abwehr vorbereiten, unser Blockabwehrsystem vorbereiten. Das heißt, die drei Blockspieler stehen am Netz, weil wir immer Innenstart spielen, und die Abwehrspieler haben die Basisposition. Hier, hier und der Sechser hat sie hier. Der Sechser deshalb sind ein bisschen mehr rechts verschoben. Wenn der Angriff über Position 4 kommt, ist der Sechser schon da. Geht der Angriff über Mitte, immer an Schuss, ist der Sechser schon hier. Geht der Angriff über Kopf, muss der Sechser sich nur ein bisschen verschieben und geht in diese Zone rein. Fängt der Sechser hier in der Mitte an, sind seine Wege nach hier und nach da relativ lang und nicht effektiv. Deshalb ist die Base-Position für den Sechser in meiner Mannschaft hier. Ist das auch so eine Auswertung oder Erkenntnis aus Auswertung, dass die Schlagrichtung mehr in diese Richtung Position 1 ist und deshalb der Sechser auch schon da steht und er sich gar nicht so sehr um diese Ecke bei der 5 kümmert? Ja, weil es ist inzwischen ganz klar, dass die Libero-Qualität immer mehr zunimmt. Keine Mannschaft schafft es mehr, mit einem harten Diagonalschlag zu punkten, weil der Libero ist zu stark. Der Libero ist der Spezialist, der ist international so stark. Deshalb muss der Angreifer eine andere Lösung suchen. Also hier mehr zu schlagen, mit den Fingern Block zu schlagen oder Block-out bzw. mit Tippball. Mhm. Deshalb hat der Sechser mehr Zone hier in der Abwehr zu übernehmen. Genau. Das heißt, Libero ist dann die 5? Libero ist die 5. Der Libero Situation. Hat die ganze Diagonale, muss er verteidigen, schafft er auch, ist seine Spezialposition. Da hat der Sechser nur helfende Aufgaben, aber die zentrale Position des Sechsers ist, im Schnitt der Block nahe zu stehen, helfen bei Crossbällen, die in die Linie gehen, oder Rebounds, wo der Block im Prinzip die Bälle vom Block mit hohen Bogens aus, also rückwärts laufen kann und die kriegen. Wir sehen ja hier auch eine zurückgezogene 6 als System praktisch. Ja. Ja. Und das hat aber ja auch den Vorteil, dass der Libero in dem Moment, wo eine Abwehr passiert und der Libero ist nicht beteiligt an der Abwehr, als Hilfszuspieler agieren kann und dann schon relativ weit vorne steht. Absolut. Ne? Wir haben viele Situationen, wenn der Sechser verteidigt und der Ball kommt im hohen Bogen ins Mittelfeld, Situation out of system, also nicht ganz perfekt, dass dort der Libero frei ist und als Hilfszuspieler sehr gut hier Pipe spielen kann, Rückraum A spielen kann oder einen hohen Ball hoch und innen auch zur Position 4. Mhm. Der Libero macht üblicherweise einen gebaggerten Ball im Zuspiel. Ja, das ist so üblich, oder? Ja, auch da denkt man um. Die Liberos müssen inzwischen auch sehr gut von oben pritschen können. Auch da ist Qualität gefragt. Die sind auf dem Feld wie ein zweiter Zuspieler. Mhm. Die Blockposition hier, ne? Du hast gesagt, das ist relativ weit innen. Das wird sich vermutlich noch ein bisschen verschieben, je nachdem, was drüben für eine Aufstellung ist, oder? Richtig, genau. Hängt davon ab, ob beim Gegner ob drei Angreifer vorne sind oder nur zwei Angreifer vorne sind. Je nachdem verschieben wir die Blockposition. Wenn jetzt hier zwei Angreifer vorne sind, ein Zuspieler und ein Mittelangreifer, ein Außenangreifer, wir haben keinen Rückraum, verschieben wir die Blockreihe natürlich nach rechts rüber, weil die Bedrohung kommt von dieser Seite. Das heißt, in dem Moment, wo sich dann Aufschläger vorbereitet auf den Aufschlag, müssen die drei genau gucken, was ist drüben auf der anderen Seite los. Die haben die Aufgabe, ganz schnell rauszukriegen, was könnte drüben passieren, den Gegner zu beobachten, vorzubereiten und die erwartende Angriffswelle dementsprechend mit einer Blockstrategie vorzubereiten. Gibt es da eine Kommunikation? Also rufen die sich gegenseitig zu, wer sind die Angreifer? Absolut. Ohne Kommunikation hat die Blockreihe keine Chance, darauf zu reagieren. Sie müssen sich unterhalten, sie müssen Festlegungen treffen und sie müssen Beobachtungsaufgaben haben und sich auch absprechen. Ja. Gibt es denn da irgendwie einen Chef? Gibt es da jemanden, der das ansagt? Ist das eine Vorgabe von dir? Der Mittelblocker ist der Chef. Der Mittelblocker legt fest, was gemacht wird. Mm-hmm.